herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem GTI Fanfest in Wolfsburg. Ja, cool. Das GTI Fanfest ist die Fortführung des GTI-Treffens ursprünglich mal in Reifnitz. Das heißt, jahrelang am Wörthersee hat GTI, hat Volkswagen einen Stand in Reifnitz gemacht und hat dort immer die neuesten GTI-Modelle präsentiert. Jetzt wurde das GTI-Treffen am Wörthersee abgesagt und VW hat sich überlegt, sie versuchen das Ganze hier fortzuführen. Finde ich auch lobenswert, muss ich sagen, tatsächlich. Ich weiß, in welche Richtung. Das Gleiche wird, werden wir sehen, aber... Ich will schon mal den einen oder anderen Kommentar vorwegnehmen, weil natürlich kann kein Treffen auf der Welt den Wörthersee ersetzen. Ja. Wird niemals gehen. Allein die Location schon nicht. Die Location, jeder kennt es, du fährst aus Deutschland nach Österreich rein, die Berge, es ist alles grün, die Leute sind anders drauf, man sieht die Autos fahrend, hier können wir die Autos heute nur stehen sehen, ja. Aber trotzdem, es ist voll, es ist Freitag, es ging gerade erst los, das Ganze geht 3 Tage und wir führen euch jetzt einmal ein bisschen rum, was hier so geht. Ne? Ja, schauen wir mal. Erstmal vorab, wir sind hier gerade so ein bisschen in dem Händlerbereich, sage ich jetzt einfach mal. Wir wieder am Start. Luke hat schon geschwitzt, weil es hat heute Morgen geregnet und seine geilen Styroporschilder, Recycling von der Essen Motor Show. Wir waren uns nicht so sicher, ob die wasserdicht sind, aber sie haben tatsächlich eine Regenschau überlebt. Hätte ich gar nicht gedacht. Sonst, es war am Anfang wirklich die Ansage, nur VWs, nur Golf. Nee, es war so die Ansage, nur Golfs aufs Gelände. Deswegen haben wir auch tatsächlich nur Golfs mit. Einmal von Luke, den Golf 7, dann einmal Golf 5 von Dominik und einmal Marius Golf. Kennt er ja schon. Essen Motor Show. Film da nicht so hin, ich habe nicht geputzt. Ja, Auto fährt. Oma Auto Golf fährt, Motor ja. Läuft nach wie vor. Wir müssen mal eine Szene einblenden und zwar aus fast schon aus Langeweile, beziehungsweise nicht aus Langeweile, sondern eher aus Geilheit und Neugierde mussten wir natürlich schon mal eine kleine Launch testen. Eher weil du Bock drauf hattest eventuell. Genau. Ja, ich dachte erst, Alter, was für eine krasse Launch und das waren aber nur 0,6 Bar. Und dann ist mir eingefallen, logischerweise, wenn da unten das Wastegate aufgeht, kommt natürlich direkt der Abgasstrang in den Auspuff rein. Das heißt, ich glaube, dass 2 Zylinder oder so gehen. Ja, das Feuer, was man gesehen hat, kam, glaube ich, mehr schon aus dem Wastegate-Strang. Ne? Ja, ja, so, die Autos kennt ihr. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal rum und gucken, was noch so los ist hier. Golf 3 VR6 von Zelem, die Bilas Einzeldrossel vorne drauf. An sich eigentlich witzige Sache, hat die Bilas tatsächlich wirklich neu gegossen. VR6 Ansaugbrücke auf 2 3er Einzeldrosselklappenelemente. Das heißt wirklich, hier hat jetzt jeder Zylinder eine einzelne Drosselklappe. Dann kommt dieser Sammler hinten drauf mit original Luftmassenmesser und mit ihrem Flowmaster Luftfilterkit. Mit TÜV. Mit TÜV bringt so 30 PS. Also hat jetzt dann mit einem Serienmotor 200 PS. So, Zylem hat sich ins Bild geschlichen. GTI Fanfest am Start hier, H&R, ja. Tiefe Fahrwerke und Eingriff für Golfs könnt ihr halten. Ne? Ja, zumal auch GTI ist ja oder allgemein VW-Events sind ja, damit sind wir ja schon immer verbunden gewesen. Wörthersee waren wir jahrzehntelang vor Ort und fanden die Idee auch hier gerade in Wolfsburg sehr, sehr gut. Haben natürlich auch abgewartet, wie wird der Flair und die Stimmung. Bis jetzt sieht es richtig cool aus, Organisation ist echt stark. Und ja, wir sind hier und ziehen mit. Weil, was man halt sagen muss, das Gelände ist schon gigantisch. Ne? Ja, und wir sind jetzt gerade ja eigentlich nur am Wolfsburger Stadion. Ja. Das hat ja noch rein gar nichts mit Autostadt, mit Werk und so weiter zu tun. Ne? Ja. Aber das werdet ihr dann noch in dem Video sehen, das ist schon geil. Ja. So, Thema Felgen. Du hast von ein paar Borbit-Felgen auf deinen alten Dreier draufgeschmissen. Ja, genau. Alten Dreier klingt so abwertend. Ne? Obwohl, nein, aber das Problem ist, daran merkst du wirklich, wir sind alt geworden. Weil es ist echt ein altes Auto. In 3 Jahren hat das Auto Hackenzeichen. Ich bin 90er. Ich bin jünger als ihr. 90er Baujahr bin ich. Na ja, gut, die 2 Jahre. Achso, echt? Okay, ich bin 88. Aber ich bin den gefahren 7. Aber du hast graue Haare, ich dachte, du wärst älter. Ich bin das Auto 2007 gefahren, da war mein Highline 10 Jahre alt. Und heute ist in 10 war ja kein Alter für so ein Auto. Nee, da war das ein normales Auto. Ja, nee, stimmt. Ich stand eben auf der Bühne, Zelem ist mit dem Dreier hochgefahren, hab mir in dem Moment so überlegt, mein Oma-Golf-Motor ist aktuell bei Marius im Auto.
wenn wir diesen Motor danach in dieses Auto einbauen würden. Dann hat er alles mitgemacht. Nee, das auch, aber dann wäre das tatsächlich so ein bisschen, hat mich in dem Moment an Limo 1.0 erinnert, ja, weil der auch so clean dasteht. Ja, so schwarz, das war Limo 1.0. So, ja. Schwarz, einfach nur eine Felge drauf und flach. Aber ich muss auch dazu sagen, kennst du noch dieses Video von Limo 1.0, wo du an der Fahrenwalder gefüllt in einem Vierrad-Drift auf dem Parkplatz wegfährst? Ja, ja, ja. Das war quasi damals, habe ich immer gesagt, schwarz, schwarz, silberne Räder. Weil viele machen immer schwarz, 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 schwarze Räder und ich war immer schwarz, 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 silberne Räder. Wobei, ich erinnere mich auch an ein Foto von dir, du hattest auch schon mal, schwarze Räder auf dem Golf 3. Das war 2010 der erste VR6. Da bin ich kurz alles schwarz gefahren und hatte dann 18 Zoll silberne Räder wieder drauf. Zusammenfassung, Debilas Kit lohnt sich, ist geil, ist cool, emotional. Ganz anderes Auto oder was sagst du ganz ehrlich? Wir machen Folgendes. Jetzt klingt das, wenn ich dir das so erzähle, der wirbt da jetzt für oder so. Nein, wir drehen mal eine Runde und dann filmen wir deine erste Reaktion und deine auch. Weil ihr kennt alle, wie so ein VR6-Serie fährt. Hat damit nichts mehr zu tun. Du merkst schon beim Anfahren so, Gasannahme ist ganz anders. Und wenn du durchlädst, wirklich, das ist so ein Mischding aus Hochdrehzahl BMW und VR6. Aber du sagst ja durchladen. Also es ist ja durchladen vom VR6-Serie. Nein, so, du gibst Gas, ja, Kraft und dann wartest du, trinkst einen Kaffee, dann schaltest du den nächsten Gang. Jetzt nicht, jetzt fährt das echt unbedingt flott. Mal eine Runde drehen. Müssen wir. Ich habe gerade eine ganz andere Idee, Marius. Eigentlich müsste man das jetzt mit Turbo bauen. Ja, ja. Kannst du auch, weil du kannst Folgendes machen. Das ist ja mit TÜV. Jetzt kannst du hingehen. Bei uns auch alles mit TÜV. Genau, immer. Jetzt kannst du aber hingehen, freipowern wie beim Steuergerät, nimmst den ganzen Quatsch hier ab und machst hier einfach drei Tröten drauf, dann fährst du offen, dann ist komplett Feierabend. Oder du baust hier einfach für Turbo Ladeluftkühlung. Sammler drauf, ja. Sammler drauf. Nee, prädestiniert dafür wäre das folgendermaßen, genau so wie es ist, hier den Ladeluftkühler jetzt drauf. Ja, dass du wirklich so einen flachen Ladeluftkühler hast, mit Wasser drumherum. Ja. Und dann dahinter gleich Turbo, Drosselklappe wäre sogar richtig witzig. Das wäre geil, ne? Ja, also sieht fast aus wie Serie, dann kleinen Lader unten hin siehst du gar nicht. Du könntest halt das ganze geil so aufteilen, weißt du, dass das wie so ein großes V ist. Ey, das wäre doch eine Idee, lass das doch mal so, wenn man dann richtig reinscheißt, machst du das Ganze noch so als Billeteil, wie so ein Kühlkörper von oben, ne? Jo. Das ist so. Hast du hier, wie bei den neuen BMWs, wenn sie die M-Modelle auch Wasserladeluftkühler oben haben. Weil das ist nach wie vor eine Sache, die bei den Turbomotoren unterschätzt wird, ist, dass wie wichtig die Drosselklappen dafür sind, dass wie beim Sauger auch da die Zylinder gleichmäßig geflutet werden. Ne? Ja. So, weil du hast halt nur eine Luftmasse und trotzdem 6 Einspritzdüsen. Das heißt, es kann immer noch sein, dass ein Zylinder fetter oder mager und so weiter läuft. Ne? Man muss eine Sache überlegen, die waren ja im Prüfstand. Der Motor ist komplett Serie aktuell. Der hat nur diese Einzeldrossel bekommen und eine Abstimmung. 200 PS von 174. Der hat wahrscheinlich dann nicht mehr 174 gehabt. Ja, doch, der stand wohl relativ gut im Saft. Der hatte sogar irgendwie 3-4 PS wohl mehr. Muss am Vorbesitzer liegen. Genau, an dem rechten Gasfuß. Aber 200 PS. Und da sind keine Nocken gemacht, kein Nix gemacht, kein Fischerkrümmer, gar nichts. Mach das mal alles, dann hast du hier richtig Spaß. Und Cut drin logischerweise auch. Ja klar, wegen Abgasgutachten muss der ja machen. Das war ja so ein riesen Hickhack. Cool. Mach mal schnell den Einser auf. Einser ist zornig, ne? Mach mal schnell auf. Mach mal schnell an. Ey, den müsst ihr hören, den müsst ihr abmachen. Der Born? Auf jeden Fall eine richtig geile Oma-Ausstattung drin, ne? Ja, mega. Allgemein so altes Baujahr, Tittentacho. Boah, so ein Einser immer wieder geil. Vor allem, guck mal, selbst so. Was hast du nochmal für ein Baujahr gehabt? Ja, ich habe leider einen 83er, also einen der letzten. Ah ja, als Pirelli. Ja. Ist das ein Originaler, so 78 sowas in der Nähe? Also Ilko, sein Auto, guter Freund. Das ist ein Ende 70 Auto. Der hat den 2006 angefangen zu bauen. Ein Jahr hat er dafür gebraucht. Radikal durchgezogen, irgendwie eine Audi-Exklusivfarbe. Mit den Kordsitzen und halt richtig Qualm unter der Bahn. Also richtig Qualm in Anführungszeichen, aber das Ding geht richtig nach vorne. Ne? Der macht Spaß. Jetzt Marius lacht wieder. Ja, ja, der Türke. Nein. Ich feiere das ja selber. Das hätte ich ja nicht gesagt. Mach mal auf. Vorhin, also jetzt muss man auch dazu sagen, ich glaube, es gibt kein Auto, wo der Unterschied vom Fahren her so groß ist wie Golf 1 zu Golf 2. Weil Golf 1 fährt ja mit Leistung, mit 200 PS, sage ich jetzt einfach mal, fährt so ein Golf 1 ja schon kritisch, ne, wo ein Zweier drüber lacht. Also Ilko sagt, die ist Traktion in den ersten unteren Gängen ist hier komplett weg. Für die Zuschauer 16V mit G-Lader. Richtig. Hat auf jeden Fall weit über 200 PS. Also weit über 200 PS. Ne, klingt natürlich für euch Turbo-Jungs jetzt nach einem Zylinder. Nach 201 PS. Nach 201 PS. Ja, ja. Aber der geht echt richtig gut. Das merkst du auch, wenn du mit dem Auto so ein bisschen hin und her rollst. Cool. Ich mach mal an.
der in seinem Leben noch nie einen E-Lader gehört hat. Staubsauger. Nee, wir denken, ist kaputt. Ja. Wir denken, Lagerschaden. Ja. Ist kaputt. Also für die Zuschauer, die es noch nie gesehen haben, ist das ist quasi ein Riemen angetriebener Kompressor, vorsichtig gesagt, der jetzt halt einfach die Luft da rein tut. Aber solche Teile, ist das dann original 60 VG 60? Nee, ich glaube, es wird nachgefertigt sein. Nachgefertigt sein, ja. Weil es gab diesen Motor, so wie er ist, tatsächlich auch original von VW. Ja, ich weiß, es gibt manche Teile, so Lichtmaschinenhalter und so. Genau. Alter, das ist Blattgold. Also da wird wahrscheinlich einiges nachgefertigt sein. Aber ich finde die Lichtmaschinenposition da oben eigentlich ganz witzig. Klingt so ein bisschen wie so ein Wespenschwarm. Ja, mega cool. Ach, guck mal, hier mit so Spritzwaren damals. Ja, auch, guck mal. Was ist das hier? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das muss also, ja, es ist ein Catchtank, also es ist eine Entlüftung. Genau, es ist eine Kohlenwasserentlüftung, aber ich kenne das Teil nicht so, dass es da so drauf ist. Das muss auch einer schon irgendwie so fertig. Ja, stimmt, ne? Wie so ein Catchtank-Ding. Ich vermute mal, es ist folgendermaßen, deswegen finde ich das gerade so geil. Das wird unten an den Block gehen und die ganzen Gase, die aus dem Block rauskommen, gehen hier erst durch und der sorgt dafür, dass das Öl quasi wieder runter tropft. Ja. In den Dings rein. Ja, ich habe ja noch so ein Öl in den T5, ich weiß nicht, ob das passt. Alter, das wäre das. Warte, wir nehmen das mal kurz mit. Also wir nächste Woche auf meinem T5 das Ding schickt. Die Artikelnummer können wir abfotografieren, ansonsten frage ich Ilko, wo aus welchem Auto. Ja, alles gut. Aber ist echt ein gutes Ding, ne? Ja, ist auch schön kompakt, ne? Brauchst keinen Catchtank irgendwo oder so. Schön. Du bist schön. Das heißt, er hat hier irgendwie Golf 3 ABF-Motor oder so genommen, weißt du das? Und hat dann, boah, ich weiß gar nicht, ob es Golf 2 KRPL ist oder ABF 16 Volt. Doch, ist aber tatsächlich so. Also das ist das wird der Ölabscheider sein, weil er geht hier in das Ansaugrohr wieder rein. Also er muss das wirklich abschalten. Wollen wir nochmal googeln. Mal gucken. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass ihr hier seid. So, wir sehen uns später. Wir gehen mal ein bisschen rum, ein bisschen Autos gucken. Ja, schön, dass ihr schön seid. Hast du übrigens jetzt, dass du Karosseriebau Wehmeier bist? Nee, das hätten wir filmen müssen. Wie? Er lenkt eben ein und biegt die Kurfügelkante um. Ah, auch nicht schlecht. Ja. War mein Fehler, die. Aber mit dem Regenschirm haben wir die Kante wieder umgelegt. Später. Also, als ich aufs Gelände gefahren bin, konnte ich wirklich es kurz nicht glauben, weil dieses Auto, ich habe auch noch nicht ganz den Zusammenschluss kapiert, warum der jetzt hier steht. Also, es ist ja Stiftung Automuseum, das heißt, genau, das Auto scheint jetzt dem Automuseum zu gehören. Aber also, jeder von euch wird dieses Video kennen. Es war so eine Art Raststätte, so eine Tankstelle, wo der als Allrad so Kreise gedreht hat. Ne? Und auf der Rennstrecke einmal so, wie dann immer Flammen aus dem Auspuff kommen. Mit dem Auto verbinde ich auch viele Videos, ja. Also, kurz zum Golf. Golf 4, 5 Zylinder, längs eingebaut, ne? Ja, wir wollen bleiben. Bei den Autos ist dann immer das große Problem mit dem Lenkgetriebe. Haben wir ja schon etliche Male drüber gesprochen, ne? Guck mal hier rein. Da ist gar nichts mehr von Original. Also die ganze Vorderachse ist da anders. Das muss irgendwie so, das muss hier so Audi-Sportzeugs von damals sein in der Richtung. Ja, das ganze Ding ist ja, glaube ich, ein Gitterrohrrahmen so, ne? Oder zumindest teilweise. Aber du musst dich halt reinziehen, was er in den 90ern da so gebaut hat. Das ist schon krass. Vor allem, guck mal, Kühler 1, Kühler 2, 10 Düsen. Mhm. 10 Düsen, das war ja damals auch immer. 10 Düsen, ja. 10 Düsen war damals auch immer krass, ne? Trockensumpf. Ja. Krass nichts. Aber was ich sympathisch finde, ist diese Rohrkonstruktion vorne. Das finde ich immer geil. Weißt du, so diese ganze, dass vorne alles weg ist, der Scheinwerfer ist so ein bisschen wie beim Arbeit, weißt du? Und schon ist das alles so offen und die Einzelteile hängen da alle nur noch so dran. Wäre nochmal eine Idee für meinen Golf. Hier, guck mal, das war der Vorgänger. Ja. Der Vorgänger der V-Mann und Vibrantschelle. Kurz zum Rohrrahmen abschließend. Wenn du deinen Schlossträger wegmachen würdest, komplett. Ja, du hast ja auch nur noch oben diesen kleinen Carbonträger. Unten ist ja auch nicht mehr. Boah, stimmt, der hat den Banker auch nur noch, um die Kurbel festzuschrauben. So, ne? Also eigentlich hat er echt alles. Ja, das ist da komplett weg. Genau, ich vermute mal, das Wasserkühler. Wasserkühler wird dann hinten auf jeden Fall sein. Ne? Hier 98 gebaut. So, und ich meine, das war doch hier bei Jean-Pierre auch. Deswegen wollte er auch unbedingt das Endrohr durch seinen Teil da unten so raus. Weil das war halt damals einfach da weg. Ne? Drehzahlmesser bis 11.000, jawohl. Ja. Ah ja, guck den Einlauf da oben. Dezente Hutze. Ja, das Auto ist schon echt Legende, das muss ich schon sagen. Dir sagt wahrscheinlich nichts, Nico, ne? Doch. Ich auch? Es ist so eine Legende, dass es selbst mir was sagt. Weil das muss ja Minimum 10, 15 Jahre her sein. 98 gebaut, stand da gerade. Ich glaube, nur den guten Mann gibt's leider nicht mehr, ne? Irgendwas war da, glaube ich. Geil. Ja, vor allem damals, ne? Also klar, man sagt jetzt damals, Sportquadro und so war noch viel früher, aber... Und? Das ist schon, das hat der ja, meine ich, damals selbst gebaut, der Typ, ne? Egal, wo wir im Motorsport waren, diese ganzen Legenden hat man immer nie aufgehoben. Weil, weißt du,
Rennen vorbei. Okay, in dem Fall jetzt nicht unbedingt Rennen, aber das war halt so, ne? Und dass so ein Auto wirklich tatsächlich noch existent ist, geil. Dahlberg. Vor allem auch damals schon bremsentechnisch, Reifenbreite und so, Wahnsinn, ne? Ja, vor allen Dingen. Sicher jetzt erst. Da ging damals schon ein 4 Zoll Downpipe durch, ne? Das war ja so eine Zeit, wo kein Mensch ein 4 Zoll Downpipe da so durchgezimmert hat. Ja gut, der ist auch damals, glaube ich, schon über 900 PS gefahren, ne? Ja, guck mal, so ein schmaler Zahnriemen, auch witzig, ne? Aber das haben die 15 immer. Okay. Die 15 haben ganz oft schmalen. Ja, warum hat der denn so ein breites Nockenwellenrad? Gute Frage. Aber die 15 haben ganz oft einen schmalen Riemen. Also was übrigens tatsächlich echt krass ist, Nico hatte das vorhin auch schon in der Story gepostet, was vor dem GTI-Fanshop immer los ist. Weil also die Schuhe auch cool sind. Da gibt es so Adidas Samba mit GTI drauf, habe ich schon erst also schon die gesehen. Szene hier ist auf jeden Fall da. Hier mal drei Autos von JP, von Jean-Pierre. Eigentlich will ich euch nur Folgendes zeigen. Geil, er baut da durchsichtige Wasserschläuche, ne? Und dazu WLAN-Turbo. Ja, ist auch Dummy, ne? Ja, also Ideen Dummy. Hat er ja immer, das muss ich ihm lassen. Das ist Dummy. So, hier hat... Wahnsinn. Also aktuell ist halt der Krümmer, ne? Ja, verrückt. Krass, so mega aus. Ja. Auch dass man die Achse jetzt so hier runter sind. Den hat übrigens TMR gebaut. Das ist der gleiche, der auch von meinem Roller den Auspuff gebaut hat. Also wirklich in Sachen Schweißarbeiten, wirklich ein in Anführungsstrichen Gott. Okay, er sagt auch immer, dass er das industriell macht und da halt einfach die Vorgaben noch mal ganz anders sind. Ja, und hier sollten aber halt beide. Muss man doch noch abstützen, oder? Also, ja, klar. Also das ist ein krasser Hebel, ne? Hier ging es jetzt erstmal darum, dass die genau gleich lang sind. Ob das jetzt und bei, die sollen wahrscheinlich dann geil so ansaugen. Genau, ob das jetzt ne? bei so einem Projekt notwendig ist oder nicht, sei erstmal hingestellt. Aber das war die Aufgabe, das hat er auch gemacht, indem er auf der rechten Seite über den Käfig geht und links geht er unter dem Käfig, weil der Motor ja rechts sitzt. Und das sieht schon verrückt aus. Ich überlege gerade, Turbolader technisch muss das hier so, das muss so RS6 AMG, also irgendwie so heißes V, wo die Lader drin sitzen. Ja, nee, klar, das muss auf jeden Fall noch irgendwie. Witzig wäre dabei sogar gar nicht abstützen, sondern abhängen vom Dach. Ja. Das wäre mal Chef, ne? So vom Dach der Dinge abschließen. An der Seite auch witzig. Ja, schon cool, das Auto. Und durchsichtige Wasserrohre, ne? Das finde ich eine witzige Idee. Ich weiß nicht, wie man da dann auf Fitting kommt. Und das muss man mit kleben wahrscheinlich oder so, aber... Da weißt du gleich, ob Luft drin ist. Wollte ich gerade sagen, aber bei unseren alten Motoren fließt da natürlich auch vielleicht manchmal was durch, was man nicht mehr so unbedingt... Das ist jetzt der alte Supergolf-Motor. Das ist der Motor deines Supergolfer. Der hat er jetzt hier hinten reingezimmert. Schön. Ja, muss man schon sagen, echt immer Ideen wieder hat er, ja. Witzige Ideen. Auch überhaupt wieder so ein Setup da so mit den Ladern drin und so weiter. Ne? Und auch, guck mal, wenn ich hier später drin sitze, da kannst du jetzt ja wirklich sagen, du hast den Kopf am Lader, ne? Ja. Weil, wird auch thermisch spannend werden, ne? Aber gut, wenn man das, vielleicht baut er eine Schottwand ein oder ja, so. Da muss irgendwas hin alleine. Ja. Wie, es gibt schon Autos, wenn so eine Turbine abreißt, die da durchschlägt durch das Gehäuse. So, ne, eigentlich ist seitens der Hersteller das so vorgesehen, dass es nicht durchschlagen kann, von der Materialauslegung her, dass die Masse von dem Rad, was sich drin dreht, niemals die Kraft erreichen kann, um da durchzuschlagen. Aber weißt du, wie ist es, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Geil. Da standen wir schon mal vor dem Auto, weiß ich noch. Ich finde es auf jeden Fall unfassbar. Ach guck mal, der hat auch den Wasser. Ich glaube auch vor bei dir, ne? Ich glaube ehrlich gesagt, da war, als wir das letzte Mal vorstanden, boah, wir gucken uns zu viele Autos an, aber da war der Krümmer noch nicht isoliert. Weil ich weiß noch, wir standen in einem Auto, wo ich noch gesagt habe, ey, wie geil, dass wirklich alle Zylinder raus, hoch und runter. Mhm. Also es sah so geil um Ecke aus. Hier, guck mal, ein kleines KMS-Modul. Ah, mega hübsch gemacht. Guck, er hat auch ein lackiertes Getriebe. Du meckerst bei mir immer. Er hat auch lackiert. Da geht ein geschirmtes Kabel dran, also das muss auch irgendwas mit Motor zu tun haben. Das ist geil, wie blau angelaufen die Isolierung ist. Ja, die gibt es ja so, glaube ich. Es ne? gibt auch welche, die verändert die Farbe, ja. Aber ist schon krass gebaut. So, Wasserbehälter hier drin. Auch schmerzfrei, dass er hier nichts reingesteckt hat, ne? Saugt sich frei. Saugt sich frei, genau. Aber er scheint das Ding auch zu benutzen. Also da ist ja echt auch, ich will jetzt nicht reinfassen. Also aber das finde ich auch cool, die Leitung so in Stahl so rüber. Ist das Alu-Verbund oder was ist das für ein Zeug? Ich würde sagen, das ist Alu. Ich würde sagen, das ist Alu mit so Schneidring. Aber auch das Edelsteuerrohr da so mega gemacht. Und schon schick. Deckel. Ja, der sieht geil aus, ne? Und Farbe finde ich cool. Farbe finde ich cool und tatsächlich, was halt bei dem geil ist, dass es halt tatsächlich ein alter Zentralverschlussstern ist. Ne? Hast du den Drimmelschlüssel gesehen, den er sich gefräst hat da? Das ist echt ein riesen Ding. Was heißt alter? Den kenne ich gar nicht so aus alten Rennzeiten? Oder ja. Den habe ich noch nie so gesehen. Ja, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dadurch, dass der ungebohrt ist, vermute ich mal, dass es hier so IMSA-Zeiten und so, glaube ich schon, dass es Autos gab, aber trotzdem geile Bremse drauf, da ganz knirsch hinter. Ne? Boah. Vor allem so einen klassischen. Da gibt es schon mal wieder coole Autos.
Jetzt müssen wir einmal kurz zwei Sachen klären. Erstens mal, dieses Konstrukt mit drei Autos übereinander ist ja nach wie vor mein Favorite. Also sowohl vor der Firma als auch mal auf einer Messe. Aber das große Problem, was wir dabei immer haben, es ist ja bei uns schon so, dass die Leute kommen, also wir wollen ja euch die Autos zeigen. Und das ist für das erste Auto cool, auf Weitsicht. Für die oberen Autos auch cool, aber du kannst dir halt einfach nicht mehr angucken. Ne? Ja. So, und bei uns ist halt wirklich so, die Leute kommen, gucken in den Motorraum rein und so weiter. So, hier das Auto, womit Benny Leuchter 24-Stunden-Rennen gefahren ist, sofort auf Anhieb auch einen neuen Rekord aufgestellt hat, Frontantrieb, beim 24-Stunden-Rennen, ich glaube 8 Minuten 53. Er sagt selber, hat er mir auf der Reifenmesse erzählt, das Auto wäre nicht zu vergleichen mit dem alten 7er Auto. Und deswegen ist es umso geiler, dass wir jetzt davor stehen, weil ich werde jetzt nämlich komplett mir alles angucken, was an diesem Fahrzeug irgendwie besser sein könnte. Weil er sagte einmal, Achskinematik soll viel, okay, besser sein und Aero. Das sind halt so die beiden Punkte. Ne? Aber geil, er scheint auch hier genauso zu stehen, wie er gefahren ist. Ne? Ja, das ist bei Rennautos aber immer so. Die Schäden sind ja noch so alle. Ne? Aber guck mal, erstmal siehst du hier schon wieder auch überall die Steppnähte. Also die Karosse ist auch komplett nachgeschweißt. Ne? So, okay, und jetzt verstehe ich es. Wenn du hier so reinguckst, da ist halt krass, gar nichts mehr von der Originalachse. Ne? Ja. Da ist ja komplett der ganze Lenker. Lenker ist alles anders. Jetzt Alcon und nicht mehr AP, der Sattel. Krass, wie klein der Bremssattel hinten ist. Ne? Ja, und auch die Scheibe. Also, ja. Ist einfach Serie, das Kleinste, was es gibt. Ne? Wobei der Achsträger sieht tatsächlich noch fast nach Golf 8 aus. Vorne auch. Das ist nicht mal Straight Pipe. Witzig geschwungen, der Unterboden hier, ne? Ja. Weil man würde, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt aerodynamisch technisch viel, viel mehr erwartet. Ich hätte gedacht, der ist komplett irgendwie zu oder so. Aber scheinbar harmoniert das einfach so gut. Aber guck mal, die haben beim Rennen immerhin dann noch die Zeit, da noch eine Sillenaht rumzuziehen. Ja, wobei das wird im Zweifelsfall vorher oder nachher gewesen. Also. Ne? Weil guck mal hier, da, hier ist ja eigentlich, das ist ein Blech, das nachträglich drauf gekommen ist. Guck mal, das ist kein Blech. Ja. Aber sieht auch cool aus, das Ding, ne? Da bin ich immer noch am überlegen, wie ich so einen Spoiler am Abarth feiern würde. Also so mit Schwanenhals so und hinten drauf. Weiß nicht, ob das so zum Auto passt, wobei ich den sogar ganz cool finde, weil der schön elegant noch ist. Der ist noch nicht zu übertrieben, finde ich. Nee, also hier in dem Fall finde ich ihn auch passend. Aber er muss ja leider so weit weg, damit er was bringt, ne? Nee, ist eine Reglementsache. Also ja, muss er, weil du darfst laut Reglement nicht höher als Dach. Mhm. Und deswegen machen die es halt dann nach hinten, dass du so rum den Hebel hast. Ah, okay. Geil. Na hier. Ja, ja. Das Liebesschloss davor. Wahnsinn. Also da ist wohl das Frontantrieb-Game gut durchgespielt. So, da hinter uns seht ihr die Bühne. Hier ist eigentlich ein Wakepark. Wakepark, sagt man Wakepark? Wakeboardpark? Wasserskianlage. Ja. Dafür sind wir heute nicht da. Jetzt gehen wir mal da hinten Richtung Community-Parkplatz. Ich weiß noch, als damals Wörthersee die ersten Bilder rauskamen, gepfeffert, Golf, Vollcarbon. Auf jeden Fall jetzt nicht Vollcarbon im Sinne von, dass das Teil Carbon ist, aber wirklich alles laminiert. Ne? Also selbst im Scheinwerfer, Kühlergrill. Boah, schon krass, ne? Ja, ey, aber witzig. Ich sehe eine Sache, die ist identisch wie bei mir. Wenn du da jetzt kriegst du das auf der Kamera drauf, wenn du auf den Tankdeckel filmst, ja. Das ist eine andere Farbe. So, weißt du, das ist 1:1 auch bei mir, bei Limo und beim Tankdeckel auch. Da wollte Artyom auch bei mir. Jedes Mal guckt er wieder drauf und sagt, Digga, ich muss ja einen neuen Tankdeckel machen. Krass, aber selbst die Bremssättel. Verrückt. Ach so. Ja, auch laminiert so, ne? Wahnsinn. Jawohl. Ich persönlich finde ja, das werde ich auch beim BMW nochmal angehen, ich finde ja die, okay, in dem Fall ist es, glaube ich, komplett ein gefräster Stern, ne? Sieht so aus, ne? Den werden sie dann wahrscheinlich selbst gemacht haben. Nee, das ist eine BBS RT. Nee. Das ist eine RT, deswegen sieht die auch so aus. Sieht so heftig. Und da ist der Stern auch ein Tucken größer. Da ist der Stern ein Tucken größer als bei meiner E88. Und ich persönlich würde diesen Style auf meinem E46 nochmal feiern. Ich würde das nochmal, ich würde das so in so glänzen. Degenhardt macht eine Messung. Ach ja, stimmt, da hinten ist ja der Prüfstand. Marco Degenhardt ist auch hier, Halle 77. Der hat tatsächlich den Prüfstand mit am Start. Komm, wir gehen mal gucken. Also, ich finde das ja wirklich geil, dass kaum ist irgendwo Krach und Lärm. Ja. Müssen die Leute dahin, weil sie es einfach genauso fühlen und geil finden wie wir. Ne? Autos angucken ist eine Sache, aber Autos erleben ist halt einfach immer nochmal eine Liga. Aber wie geil es auch ist, dass er einfach einen Prüfstand mitbringt, ne? Das ist der alte Prüfstand von Marco, eine Achse. Und eigentlich haben wir vor, dort Marios Auto mal zu messen.
jetzt nicht zu messen, weil wir ihn abstimmen wollen oder ähnliches. Weil, muss man ganz ehrlich sagen, dafür ist mir nämlich gestern auch beim Einschlafen eingefallen, wollten wir auch nochmal die Düsen checken, ja. Spritsystem checken und so weiter. Einmessen und so weiter. Dafür ist das noch zu... das war sein eigener Einser, ne? Zu fresh, aber wir könnten mal zumindest für die Akustik, weil ich glaube, das klingt schon echt geil hier, über das ganze Gelände, könnten wir dein Auto mal draufschmeißen, würde ich sagen. Aber komm, wir gehen mal einmal gucken. Guck mal, da hinten ist Mutlu. Komm, wir schleichen uns mal zu Mutlu. Was geht hier auf dem Golftreffen? Hallo, guten Tag. Was hier geht? Hm? Golf. Ganz viele Golf. Ja, hast du auch einen Golf mit? Hör das mal an. So, warten. Sorry. Aber das hast du gerade was verpasst? Nee, Markus einen. Ja, nee, aber ob du auch irgendeinen Golf mit hast? Nein. Nee, einfach nur so aus. Doch, natürlich. Hast du Golf mit? Ja, 32. Wir sind genau deswegen, wir sind hinten um die Ecke gekommen und haben das Auto direkt gehört. Ist schon geil. Und sonst, was sagst du? Ist natürlich kein Wörthersee hier, aber ist schon cool. Ja, ist mehr so ein GT-Treffen, ja. Ne? Wirklich ein GT-Treffen. Die Tuning-Szene fehlt ein bisschen. Hm. So von den Autos her. Also ich bin auch nur auf dem Parkplatz hier gewesen, mehr war ich jetzt auch nicht. Aber cool, mal was anderes. Ne? Ich war aber noch nie in Wolfsburg. Ja, so, jetzt gucken wir, ob wir Marco auch noch mal irgendwo erwischen. Hey, hi, grüß dich. Ach, wie geil. Ja, wir haben hier gerade ein bisschen Lärm gemacht. Ja, wir haben es gehört, deswegen sind wir auch hier. Man hat auch gehört, wie du genau perfekt im Begrenzer immer fährst, damit das noch mal geiler klingt. Ja, ich will den Motor eigentlich, es gibt ja die gewisse Einfahrtzeit, aber die ist bei uns ja immer sehr begrenzt. Aber ja, wir kennen den Motor. Zusammenbauen und dann wird direkt... Ich werde nie vergessen, wie viele Diskussionen ich mit Björn immer schon so drüber diskutiert habe, einfahren, nicht einfahren. Aber wir waren uns zum Glück eigentlich beide mal einig, dass du einfach scheiß drauf, ne? Fahren und gib ihm. Ne? Wir haben den Motor warm laufen lassen, Lüfter lief, erstmal mineralisches Öl raus, frisches Öl rein, abgestimmt auf dem Prüfstand. Frisch, also gutes Öl rein, Müll wieder raus und jetzt Prüfstand. Was hat er leistungsmäßig gerade gedrückt? Ich will noch nicht drüber sprechen. Ah, also okay. Die Videoreihe ist noch nicht ganz durch bei uns, aber ich bin zufrieden. Mein Ziel waren 200 PS. Mhm. Und eins kann ich sagen, der Weg dahin, um 200 PS aus dem Sauger zu bekommen, ist nicht so einfach, wie man sich das so denkt. Vor allem gerade auch in den heutigen Zeiten, wo es ja auch nicht mehr so viele gibt, die da wirklich noch so richtig Plan von haben. Also Plan von haben im Sinne von... Bei 200 aus dem 16V als Sauger muss ja schon alles passen. Also da kannst du nicht irgendwas so zusammenwürfeln mit Steuerzeiten und so weiter. Auch die Kombination aus Ansaugung, Krümmer, Nockenwellen, das alles in Kombination. Das kann ich dir genauso sagen. Wir haben es nämlich genauso gemacht. Ich wollte das zusammenwürfeln. Ja. Dann haben wir mit Nockenwellen mal was probiert. Da andere Nockenwellen, andere Bedüsung von Vergasern. 185 PS, 188 PS war immer Schluss. Auf anderen Prüfständen vielleicht mehr. Das Problem ist, ich will es ja auf unserem Prüfstand haben. Und da war die 200 an Ziel und da habe ich irgendwann mal mit dem Motorenbau, mit dem Krabbe gesprochen. Ich sage, hey, 200 PS, sagt er, gar kein Problem. Versprochen waren Minimum 220. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann geht es dann aber, wie du sagst, so in diese Materie, wo man nicht mehr zusammen bastelt, sondern musst du nachdenken. Da brauchst du Nockenwellen, da brauchst du die richtigen Winkel. Da haben wir verschiedene Trichter ausprobiert. Und Drehzahl brauchst du natürlich dann auch. Eigentlich der Wahnsinn, dass das... So, kann man sich mal gar nicht vorstellen, dass so eine Trichterlänge auf einmal so einen Unterschied macht. Ne? Das ist echt interessant. Wir haben wirklich ausprobiert. Trichter mit anderen Formen, weiter auseinander, weiter zusammen, länger, kürzer. Du kriegst auch über die andere Einschutzanlage noch mehr Drehmoment. Aber was da wirklich beim Sauger extrem entscheidend ist, ist der Lambda-Wert, wie fein du da nachher gehst. Und da streiten sich ja viele drum. Ich würde so ein Auto magerer fahren. Der Abstimmer wollte, gerade weil der Motor neu ist, unbedingt fett fahren. Weil er Sicherheit haben wollte. Aber deswegen, wir haben so ein Zwischending gefunden, wo ich sage, da kann ich mit umgehen. Das heißt, aber es steckt noch was drin. Was fährt man denn da so ungefähr? 0,80, also 83, der, 85? Er fährt so 82 bis 83 bis 85. Da bist du sogar magerer fahren? Ja. Weil du warst ja zu den Turbo-Zeiten schon eher immer so, eher fett ist besser, kühlt halt, ne? Aber ist ja, halt auch ein aber bei, genau. Aber wenn du weißt selber, wenn du dein Auto Leistung haben wolltest, musst du an die Magergrenze gehen. Wird zwar heiß wie Sau und beim Sauger sehe ich das nicht so problematisch wie beim Turbomotor. Ja. Also am meisten fühlt sich Sauger, die ich so kenne und abstimme, sind so bei 91, fühlen die sich richtig wohl. So, jetzt muss man auch dazu sagen, jeder, der Marco kennt, eigentlich ja 15er Turbo damals. So, ja, mit, mittlerweile. Mit XXL-Turbo drauf. Die gibt es immer ja noch. Ich habe auch schon diverse Male immer so, willst du den nicht nochmal so reanimieren und vielleicht doch nochmal so. Passiert jetzt. Passiert, ne? Ja, ich hole jetzt, also ist dieses Jahr noch geplant. Weil irgendwann ist dann immer die Zeit und alleine die, ich weiß noch so die alten Videos, weil das ist ja auch noch so ein Motor mit so richtig Turboloch, wo halt wirklich so gar nichts, gar nichts, gar nichts. So und dann in die Fresse. Aber in Summe, Sauger oder Turbo? Was geiler. Immer Turbo. Immer noch Turbo? Ja, ist auch so. Soundmäßig, wenn man so durchreißt, ist das schon geil. Aber auch beim Turbo brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn du da durchreißt, macht das auch Bock. Aber ich mag halt einfach die Entfaltung von einem Turbomotor, das Drehmoment, wie das so reinknallt, das ist halt meins. Und ich glaube, bei uns fährt auch überall diese Angst, die bei einem Turbomotor mitfährt. Weil jeder fährt ja so, keiner macht so, der Motor kann
500 PS. Ich fahre lieber mit 400 durch die Gegend. Sondern es ist ja bei jedem so, der Motor kann 500, wir machen 650. Genau. Das heißt, bei jedem Mal Gas geben fährt er diese Angst. Und ich glaube, das ist auch das, was am Ende das so auf Dauer so reizvoll lässt. Ne? Weil es halt wirklich jedes Mal aufs Neue ist so, Ist ja so wie mit dem Turbo. Der Turbo sagt, der ist in der Kennfeldlinie. Am wohlsten fühlt er sich bei 5550 PS. Ah, dann gehen wir auf 700. Dann ist der ausgereizt und dann hat er so diesen Hass. Warum wird denn jetzt warm so ungefähr? Ja, ne? Ja, genau. Also, aber ich bleib bei Turbo. Es ist geil, ja. Aber wenn ich überlege, wenn wir jetzt auch mal über Gelder sprechen, so ein Motor, so wie er hier steht, mit Getriebe, das war schon für mich echt gute Preise, ist bei 15.000 Euro. Ja. Und jetzt überleg mal, aber wir reden nur von dem Motor an den Anbauteilen und sowas. Ne? Und jetzt überleg mal, wir hätten 15.000 zur Verfügung, in unser Auto zu stecken. Und hier haben wir dann eine Leistungssteigerung von 150 PS auf 200XX, sag ich mal, also von 50, 60 PS. Das hätte ich versprochen. Hat nicht viel gewählt gerade. Deswegen sage ich, wenn ich dann 15.000 in Verhältnis nehme, für die wenig Leistungssteigerung, weiß ich, gibt es für 15.000 Euro, wir stecken die in so 15er Turbo rein, dann geht er doch vorwärts. Was auch witzig ist, ist jetzt, wo ich viel auf Rennstrecken unterwegs bin, wo jeder sagt, du musst einen Sauger immer fahren. Selbst da ist es tatsächlich so, wenn ich sehe, mein kleiner Abarth-Motor als 1,4er mit Turbo, wenn man ihn so turbotechnisch baut, wie man das von uns gewohnt ist, was das Ding da auf einmal an Metern macht, weil du halt einfach so diesen Leistungsüberschuss hast. Also selbst da muss ich sagen, würde ich niemals einen Sauger einbauen. Selbst da ist das genau richtig. Ich glaube aber, dass dieses Auto auf einem Track, Wilsterberg, farbig ist das nicht das Beste hier, aber auf einem Track. Das kann man erinnern. Ja, genau. Aber auf einem Track echt schnell unterwegs ist, ja. Weil wenn du dich, der ist auch schon bei 4000 Umdrehungen stark, so ein paar Zahlen verrate ich, also du hast bei, für einen Sauger, der dreht 8,5 ungefähr und wir haben bei 4000 Umdrehungen schon über 200 Newtonmeter. Mhm. Das finde ich ja schon stark. Mhm. Bei 4, wenn du überlegst, du hast ein Kennfeld bis 8, ja, ja. Da ist das ja schon echt, wo man sagt, da fühlt er sich wohl. Also ich glaube schon, dass du auch den Sauger, das heißt ja immer haltbarer, bewegen kannst. Aber ich glaube schon, dass das schnell ist. Also die Schaltübergänge sind halt geil. Ne? Ja, Akustik. Akustik ist auch einfach geil. Emotional ist das schon geräuschmäßig geiler, aber es ist ja auch schnell gemacht, ne? Platte drauf, Lader dran, Ladeluftkühler und dann könnte das Turbo sein. Aber das, es war einfach nur für mich, weil, wie du sagtest, Low Budget, 200 PS, mal eben zusammenschuss dann im Sauger, geht nicht. Dann einfach mal All-In gemacht und das bleibt dann auch so. Deine Zusammenfassung, GTI Fanfest, coole Nummer? Ja, sehr geil. Ich finde das von Volkswagen cool, dass das aufgegriffen wird, weil Wörthersee war ja, wo man jedes Jahr hingefahren ist. Dann ist das war immer von jetzt auf gleich weg. Und ich finde, dass Volkswagen das so zur Verfügung stellt, finde ich geil. Ja. Und viel zu sehen hier. Ich habe am Anfang des Videos schon gesagt, weil es wird viele Kommentare in die Richtung geben, natürlich kann das hier niemals der Wörthersee werden. Nein. Ist einfach so, ne? Die Atmosphäre, die Autos fahren, hier stehen sie. Dank dir hört man sie immerhin, was ja schon mal die halbe Miete auf jeden Fall ist. Aber ich finde es auch geil, weil in der Größenordnung auf dem Gelände ist das auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, 700 Autos werden morgen hier erwartet. Ich glaube schon, dass das gut wird. Mit dem Wetter, das kannst du halt nicht einschätzen. Marco, du hast deinen Prüfstand mitgemacht. Mhm. Meinst du, es wäre machbar, dass wir von Marius den Golf auch messen? Klar. Das geht? Also, jetzt muss ich ja zusagen, da ist der Motor aus dem Oma-Golf drin. Mhm. Den haben wir jetzt mal nur mal so umgesteckt für so ein paar Veranstaltungen. Und wir können den nicht voll messen, das nicht. Dafür hätten wir noch so ein bisschen Düsen und Steuerzeiten checken müssen und so weiter. Ne? Aber ich glaube, so um den Leuten hier so dieses Turbo-Feeling und also Geräusch mal so ein bisschen. Der Lader spricht an, wir nehmen einen hohen Gang, wo du hohe Geschwindigkeiten hinkriegst. Das liegt drauf? Nein, ne? Nee, Toyos, ganz normal. Okay, die können nur zwei Läufe, können wir damit machen. Ja. Die Rollen haben wenig gebremste Masse, das heißt, der Motor dreht, wenn er in seinen Boost-Bereich kommt, sehr schnell raus. Ich glaube schon, dass das gut wird. Ich denke 500 plus. Kriegen wir hin, ne? Sollten wir hinkriegen, egal bei welchem Boost. Also, Marius, messen geht klar, können wir machen. Grüß dich erstmal, das wird bestimmt aber auch lustig. Das klang auf jeden Fall sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Ist emotional wirklich eine geile Sache. Das war für mich. Das war richtig gut. Geil, sind das der Stöpsel aus der Badewanne? Ja, ne? Ja, genau. Habe ich gestern extra noch, vorgestern im Bauhaus geholt, weil ich dachte, wenn du so hinstellst, dir mal schnell auch einen Stein reinschmeißt, dann ist der Motor hin. Ne? Reicht. Kleinigkeiten, weg sind's. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Autos, ich habe schon gesehen, da stehen schon einige in der Schlange, da sind noch ein paar coole Autos bei. Also wir haben heute auch schon so das ein oder andere gute Auto gemessen. Wie macht ihr das einfach Schlange stellen? Alle stellen sich an und dann geht's? So, wir haben gesagt, so wie wir es schaffen. Das war so 10 Autos am Tag, haben wir gesagt, 10, 12, wir haben jetzt schon 15 Autos durch und die Schlange, die jetzt da sehen, sind schon über 10 Autos. Naja, also wir Fall, ziehen jetzt im einen durch. Auf jeden Fall geile Nummer, dass du mit dem Prüfstand hier bist, weil das bringt einfach ganz anderes Leben zu dieser Veranstaltung. Ich finde auch mal Sound noch einfach ein bisschen dazu. Das kann man was gucken, weil man kann sich schön umgucken, die Autos angucken, auch die Fanautos kann man sich angucken. Aber ich finde, so ein bisschen Sound ist halt immer wieder geil. Ja, ein bisschen geil muss es. Ja. So, das war Teil 1 vom GTI Fanfest. Mega Nummer. Ich wollte gerade sagen, kommt vorbei. Bis das online ist, könnt ihr eh nicht mehr vorbeikommen. Teil 2 folgt. Also, kleine Planänderung. Gibt doch keinen zweiten Teil vom GTI Fanfest. Wir haben uns dazu entschieden, dann doch nicht mit Marius Golf auf den Prüfstand zu fahren.
wäre wieder so eine Nummer gewesen. Ich weiß, es ist für die Zuschauer geil. Wir haben aber gestern Abend so eine geile Bühnenperformance mit dem Auto hingelegt, dass wir uns dann heute Morgen spontan entschieden haben, das Auto ist einfach noch nicht durchgecheckt genug dafür, um es jetzt auf dem Prüfstand zu riskieren. Das heißt einfach, der Shifter muss nochmal eingestellt werden. Ventilspiel, Steuerzeiten, dann Spritsystem, wir wollen auf weitere Düsen gehen und so weiter. Wir haben uns gesagt, nein, wir haben genug zum Schrauben, wir lassen es dabei gut sein, bauen das Auto jetzt um und dann fahren wir lieber in 4 Wochen auf dem Prüfstand und lassen es richtig angehen und drehen dabei gleich auf. GTI Fanfest, für mich war es wirklich ein Genuss, es war sehr anstrengend. Der eine oder andere hat mitbekommen, mein Programm auf der Bühne war wirklich zornig, aber es war extrem gut. Es war mir eine Ehre, dass ihr alle mit dabei wart, dass ihr mit alle an der Bühne wart, dass ihr eure Autos vorstellen durfte. Es war geil. Ich sage mal danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr hier wart. Tschüss und bis zum nächsten Jahr.